Ja, hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil von PCA Runde 1. Wir haben immer noch zwei Gegner vor uns und schauen uns mal an, ob wir diese zwei Gegner noch ausschalten können. Den Russen haben wir ja erstmal gerade ein bisschen erleichtert und ja, ich hätte gerne halt gewusst, was er von der Hand hatte, aber das kann man leider nicht rausfinden. Auf jeden Fall schauen wir mal, was uns jetzt noch erwartet in den letzten Runden. So, das scoren wir ganz klar. 50-50 Chance mal wieder. Ja, super. Ja, also das war mal wieder nichts für uns. Da haben wir dem Russen erstmal ein bisschen wieder was zugesteckt. Aber okay. Mal gucken, wie lang er das noch mit uns treiben kann. So, wir callen. Gucken uns das mal an. So, jetzt haben wir unser Top-Paar gefloppt. Gucken wir mal ein bisschen, ob wir was rauskriegen von unserem deutschen Kollegen. Ne, nichts. Gut. So, call more. Sollte der All-In gehen, das callen wir auf jeden Fall. Mit drei Leuten am Tisch ist so eine Hand dann wieder gar nicht so schlecht, als wie wenn man jetzt mit 10 am Tisch, mit 10 Leuten am Tisch sitzt. So, hier haben wir wirklich eine gute Chance, den Russen jetzt rauszubekommen, aber schauen wir uns mal an, was er vorhat. Okay, also er gibt schon freiwillig auf. 920 hat er noch. Gut, das ist seins. Da mischen wir uns jetzt erstmal nicht ein mit so einer Hand. Ass 3, sehr gut. So, BB Asse sind dann, wenn man zu dritt spielt, dann wirklich wieder ein bisschen mehr Gold wert als wie zu zehnt. Man hat da wirklich mehrere Chancen. Wir schauen. So, jetzt haben wir zwei Paar. Also hat er wahrscheinlich auch zwei Paar. Ass und 3 oder irgendwie sowas. Ne, doch nicht. Gut, also haben wir ein bisschen Chip stehlen können. So, jetzt schauen wir, dass wir den unter Druck setzen, mal den Russen, und setzen mal ein bisschen was. Und möchte sich also mit seinen jetzigen Karten da nicht mit einmischen. 6-5 können wir nicht ausrichten, viel. Also All-In können wir nicht callen, bringt da nichts mit diesen Händen. Da haben wir auf jeden Fall keine Chance. A6, auch wieder ein Babyässchen. Callen wir einfach mal. Schauen uns an, was uns erwartet. So, 5, 6, 7. Zwei Paar. Gucken wir mal, was unser Kollege hat. Hat nichts. Also konnten wir wieder ein paar Chips klauen. Sehr gut. Fünf, sieben, da mischen wir uns nicht ein. Lassen wir das mal unter den Blinds ausmachen, was die da regeln. So. 50-50, jawohl. Und der Russe ist nun weg. So. Dann zwei Deutsche, also wir noch und unser deutscher Kollege. Und wir sind also jetzt im Heads-up und schauen, wie sich das nun schön entwickelt. 50-50, wir haben zwar noch mehr Chips, ganz klar, aber es kann sich im Heads-up immer alles ganz schlagartig ändern. So, wir callen. Möchten die Möglichkeit ihm geben, noch vielleicht ein paar Chips, beziehungsweise wir mit unserer Straße, wo wir jetzt gefloppt haben, beziehungsweise auf dem River getroffen haben, und haben also wieder ein paar Chips mehr. So. 12 zu 3000. Jetzt setzen wir ein bisschen unter Druck. Wir wollen schneller fertig werden. Okay, hier mischt er sich nicht ein. Er wird natürlich jetzt warten, bis er eine richtig geile Hand hat, um seine Chips reinzubomben. Und wir können dann nur hoffen, dass wir dann auch eine gute Kontra-Hand haben. So, wir haben die Straße. Aber die Gefahr auf dem Flash ist mal natürlich mal wieder richtig groß. Erst recht, wenn dann auf dem River noch ein Herzchen kommt. Aber wir schauen, was uns erwartet. Okay. Wahrscheinlich hat er tatsächlich den Flash. Kommt drauf an, wenn er All-In geht. Aber das ist uns dann egal. Wir schauen uns das an. Ne, also doch nicht. Okay. Gut. Vier Bube. Ne. Ne. Ne.
Das ist, da sind die Chips uns zu schade. Ja, 2-3, super. Wir hatten auch keine gute Hand, aber es ist wirklich sehr schön. Ne, hier, das kann ich behalten. Wenn dann die Hände manchmal gezeigt werden, dann kann man die Leute wirklich manchmal sehr gut einschätzen. 3-9, ne, nimm das. Beim Heads-Up ist natürlich dann so, dass man so lange wartet, bis man wirklich die passende Hand findet. Also das ist dann meistens immer die langweiligste Aufgabe in dem Spiel. Aber das gehört natürlich auch dazu, um endgültig auszumachen, wer Erster, Zweiter ist. So, jetzt können wir mal checken. Er hat nur gecallt. Hier haben wir die Möglichkeit wieder auf eine Straße. So, wir haben ein paar. 7-9, aber dann hätte er, glaube ich, was gesetzt. Deswegen versuchen wir es mal mit ein bisschen. Okay, also unser Zeugs. Ne, wie gesagt, bei Heads Up, das ist meistens eine langweilige Geschichte. So. König Dame im Heads-Up natürlich eine super Hand. Fehlt uns noch das Ass zur Straße oder eine 9. So, wir versuchen jetzt natürlich den Deutschen voll unter Druck zu setzen, unseren Kollege, und callen das Ganze. 50-50 Chance. Okay, also. Und neu wird gestartet. Wir haben zwar natürlich mehr Chips, ganz klar, haben also eine bessere Ausgangsposition, aber zweimal sich zu verdoppeln, dann ist er auf jeden Fall sehr gut im Spiel und dann sind wir bei 50-50. So, wir haben die Chance wieder auf eine Straße mal wieder und haben die mit somit auf dem Turn. So, er wird natürlich den Braten riechen und schmeißt weg, ganz klar. Und müssen wir einfach auf die nächste Hand abwarten. So, unsere Achter, die haben uns Pech gebracht, diesmal bringen sie uns Glück. 18, sehr gut, von einer Farbe, ist im Heads-Up auch nicht schlecht. Aber ob sie uns wirklich weiterbringt, das möge ich zu bezweifeln. So, 18, Kreuz, Bube, naja, schmeißen wir weg. Tun wir mal keine Chips hier verschwenden. Da wird es bessere Hände geben, wie zum Beispiel hier König 8, checken wir. So, sehr schön, fehlt uns die Dame zur Straße. Wir gucken uns mal weiter eine Karte an. Okay, jetzt hätten wir die 8, aber er hat natürlich einer von den drei Karten, wobei ich ihn hier vermute auf den Buben. Aber wir haben nichts getroffen bis auf die 8, aber das war zu spät. Er hat schon früher gesetzt, also weg mit dem Schrott. Chips steigen 200, 400. Antje sind wir bei 50. Also auf jeden Fall noch genügend Chancen für ihn und auch eventuell für uns, ihn irgendwann dann all in zu stellen. So, wir callen, ist eine sehr gute Hand, aber in dem Sinn hat es uns jetzt leider nicht viel geholfen. Ja, im Flop kann man nicht immer alles erwarten, was man gerne hätte, aber man sollte sich trotzdem, wenn man im Heads-Up ist, unbedingt den Flop anzuschauen, dass man ungefähr seine Karten treffen könnte. Hier haben wir gar nichts, bis auf die Straße wieder, aber diesmal kommt sie nicht. Also hier ist nichts für uns. Wir mussten leider unsere Karten erster zeigen. Das ist das, was ich dann hasse. Deswegen schmeiße ich eigentlich grundsätzlich dann, habe ich jetzt auch nicht aufgepasst, versuche ich die dann eigentlich früher wegzuschmeißen. So, die Dame haben wir getroffen. Das Ass könnte der Slow spielen. Wir versuchen es einfach. Wieder hat das Ass oder nicht? Okay, gut, er hat es nicht. Dame 10 ist okay. Wir sind wieder vorne. Wir bieten einfach mal. Gut. Haben wir mal geblufft. Jetzt weiß ich, was ich vorhin suchte, welches Wort. Genau, blöffen. Und ja, bei dem einen vorhin hat es funktioniert. So, Straße, wo ist die 10? Nicht. Gucken wir mal, ob er was getroffen hat. Nee, will auch das nicht haben. Ass 3, mal wieder ein Baby-Ass. Okay, das hat sich schon entschieden. 6, 10, na, schenken wir das ihm mal ausnahmsweise. Ja, schön, dass du 2, 3 hast.
Ah, super, jetzt kommt ja gar nichts. So, ist immer besser mit unserem Ass. So, das Korma. Natürlich, auch wenn der Flash bei mir irgendwie heute nicht ankommen möchte, ich weiß nicht warum. Mit den Flashs habe ich kein Glück zurzeit, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Andere kriegen am Tag, was weiß ich, 1000 Millionen Flashs. Und bei mir funktioniert das irgendwie gar nicht mehr so. Jetzt die Möglichkeit auf eine Straße. Wobei 4 und 6, nee, ist uns zu schade mit den Chips. Er tut sich auf jeden Fall schon mal ganz langsam hocharbeiten. Das ist für uns schon mal sehr schlecht. 50-50 Chance, wenn er einen Ass hat, ganz klar. Wir callen aber und gucken uns einfach mal nur den Flop an. So, wieder die Chance auf Flash, sehr schön. Jetzt callen wir einfach so lange. So, jetzt haben wir ein bisschen was unter Druck zu setzen. So, Flash ist angekommen. Jetzt ist die Frage, was macht er? Er wird denken, ja, wir haben auf diese spekuliert, aber wir setzen ihn unter Druck, um zu schauen. Hier, wir haben eventuell nichts blöffen, okay. Gut, somit ist das Spiel entschieden, wir haben gewonnen und haben somit uns qualifiziert für das 10-Dollar Turnier für die PCA, das wäre dann also Runde 2 und gucken uns noch die Informationen dazu an, wann wir loslegen. Okay, danke schön, dass wir gewonnen haben. Und schauen uns die Information noch dazu an, wann es dann losgeht. So, das Ganze startet dann in 5 Tagen und 5 Stunden, also am 4. November. Das ist dann, was ist das für ein Tag? Das müsste, glaube ich, dann ein Montag sein, kann das sein? Nee, ja, auf jeden Fall, nee, Sonntag. Sonntag, genau. Und das Ganze dann um 19 Uhr deutscher Zeit. Gut, da werde ich dann anfangen wieder zu Let's Playen und es dann vielleicht sogar dann versuchen noch am Sonntagabend hochzuladen gegen Mitternacht. Mal sehen, ich weiß nicht, wie lange dieses Turnier dann dauert. Es wird, denke ich, dann mal ein bisschen länger dauern als wie jetzt unser Mini-Turnier hier. Und dann würde ich mal schauen, dass wir es schaffen, uns dann direkt auch da unter die ersten 10 zu kommen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, es hat euch Spaß gemacht beim Let's Playen mit PokerStars und mit mir. Wie ihr es wisst, natürlich Kommentare dürft ihr loswerden, Anregungen, Wünsche in die Kommentarebox. Und dann sehen wir uns wieder am Wochenende mit der Ausgabe PokerStars, 10-Dollar Qualifier und schauen, wie unser Glück dann da an diesem Tag funktioniert. Wir müssen auf jeden Fall unter die ersten 10 kommen, dass wir unser Hotel, unser Ticket und unser Taschengeld bekommen. Und falls wir das schaffen sollten, müssen wir bloß noch unser Buy-in bringen auf den Bahamas und das werde ich dann euch noch die Informationen unter dem Video dann schreiben. So, was bleibt mir noch zu sagen? Wir sehen uns dann also am Sonntag. Ich schaue, dass ich dann eventuell das dann auf mehrere Abschnitte mache. Kommt drauf an, wie lange man im Turnier dabei ist, ob man mehr Glück hat oder das geht manchmal so schnell. Auf jeden Fall hätten wir hier noch mehrere Möglichkeiten zu dem Turnier sich zu qualifizieren. Unter anderem mit 125 Punkten, das sind diese Bonuspunkte von PokerStars. Dann weiterhin das, was wir auch gemacht haben, das 1 Dollar, also man muss dann alle 10 Gegner bzw. alle 9 Gegner ausschalten. Und dann haben wir hier noch Sit and Go weiterhin mit 3 Dollar und 34 und 6 Cent. Und ja, wie ihr sehen könnt, dann sogar noch mit 10 Cent dabei. Also, wenn ihr euch auch qualifizieren möchtet oder wie auch immer, macht's. Ich wünsche euch auf jeden Fall sehr viel Glück. Vielleicht sehen wir uns dann nächstes Jahr auf den Bahamas. Und was bleibt mir noch zu sagen? Macht's gut. Das war euer Like You Fuchs. Wir sehen uns am Sonntag, wenn alles gut geht und schauen, wie weit wir dann da kommen. So, macht's gut. Bis dann und ciao.